So, wir switchen dann jetzt mal rüber in das Video. Sorna, erstellt mit Blender. Wirklich, also ich selber habe mir Blender auch schon mal angeschafft und habe da auch schon mal ein bisschen reingefriemelt. Das ist unfassbar umständlich, wie du da so Sachen erstellen kannst. Also auch was er hier auf die Beine gestellt hat, ist schon wirklich krass. Deswegen schauen wir jetzt da mal mit voller Erwartung rein und gucken mal, was jetzt hier auf der Isla Sorna so wirklich passiert. Auf geht's. Fängt schon mit der ersten Szene spannender an als Jurassic World Dominion, bin ich der Meinung. Ich mache hier gerade mal das Licht aus, weil sonst sehe ich hier gar nichts. Und ich finde es auch wirklich krass, wie er das Ganze von der Beleuchtung her gemacht hat. Das Einzige, ganz kurz, das Einzige, was ich jetzt hier noch so ein bisschen bemängeln würde, wäre wirklich der Ton. Und ich habe das Gefühl, da fehlt ihm einfach nur noch ein normales Mikrofon. Ein halbwegs anständiges. Das scheint es wirklich noch zu sein. Weil das hallt halt schon sehr stark im Hintergrund. Oder er möchte gerade den Hall des Waldes nachstellen. Das sind jetzt so Kleinigkeiten. Aber das ist wirklich genial gemacht. Es sieht sogar sehr stark nach dem Kurzfilm Battle at Big Rock aus, wenn ihr mich fragt. Okay, wir haben hier also einen Flugzeugabsturz und Ali hat die ganze Nummer überlebt. Wahrscheinlich als einziger. Das sehen wir aber gleich noch. Du merkst hier manchmal, wenn du jetzt hier mal schaust, merkst du halt schon ein bisschen, dass da auch der Greenscreen nicht ganz benutzt wurde. Glaube ich zumindest. Ich meine wirklich im Making-of gesehen zu haben, dass er das Ganze einfach wirklich so in einem freien Raum macht. Und dafür ist es einfach ultra krass, was er da wirklich auf die Beine stellt. Ich habe Insta, die ein Video zu Godzilla und Kong Spielzeugen und habe anscheinend für den Film wichtige Informationen. Ich glaube nicht, dass du da wichtige Informationen hast. So, das. Seit ich das Video gemacht habe, meint jetzt jeder, er wäre irgendwie ein Insider. Das ist voll lustig. Theorien wirst du haben. Ja, das kann gut sein. Spekulation. Morgen kommt nochmal ein Video online zu Godzilla and Kong und wahrscheinlich ist es das, worauf ich dann eingehe, wenn es um zwei Spielzeugsets geht. Kann das sein? Das habe ich dann nämlich schon gesehen. Und da geht es dann im Video morgen eben drum. Jetzt geht es hier aber um Jurassic Park und um die Isla Sorna. Die Hintergrundgeräusche finde ich ziemlich geil. Und ich bin auch mal gespannt. Ich habe Ali nämlich auch schon mal drauf angesprochen, wie das Ganze jetzt hier weitergehen sollte in seinen Kurzvideos. Und da hat er zu mir gesagt, dass er jetzt vorhat, die Isla Sorna mal so ein bisschen mehr zu erkunden. Das heißt, die kommenden Videos von ihm werden auch um die Isla Sorna gehen. Mir gar nicht mehr sicher, ob man überhaupt erfährt, warum das Flugzeug abgestürzt ist in den ersten beiden Parts, aber es kommt auch Part 3 jetzt bald raus. Habe ich gestern, glaube ich, gesehen. Er hat gestern irgendwas gepostet, meine ich, mich erinnern zu können.
Okay, also die gesamte Crew scheint tot zu sein. Und er hat allem Anschein nach als einziger überlebt und wurde wohl auch aus dem Flugzeug rausgeschleudert. Sonst wäre er wahrscheinlich auch in den Flammen verbrannt. Hallo? Hallo, please help. Na, du wirst keinen Empfang haben, oder? There's a lot of people dead. My name is Jacob. Hat er Empfang auf der Isla Sorna, echt jetzt? From San Jose, Costa Rica. I don't remember. Okay, er hat auf jeden Fall Kontakt mit jemandem aufgenommen. Und scheint jetzt herausfinden zu wollen, wo er gerade ist, um die Location durchzugeben. I don't know where we are. I'm sorry. Sorry, can you repeat that? Hello? Hello? Are you there? Okay, das war's auch mit dem Empfang. Oder mit dem Akku. Ich glaube, der Akku ist eher leer. Elon Musk macht's möglich mit Satellitentelefonen. Ja, stimmt, das wir. Ja, gut, das würde schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, dass auch hiermit sogar vielleicht so ein bisschen der. Oh, da war doch gerade was. Ich glaube, dass hiermit so ein bisschen auch der Plot vielleicht. Oder das Ende so ein bisschen angeteased wird, dass das dann der Grund ist, warum am Ende dann vielleicht doch das Militär auftaucht. Oder ähnliches. Habt ihr auch genug Lautstärke da drauf? Moment. Ein bisschen höher drehen. Weil gerade vom Sound ist das echt geil gemacht. Und so eine Szene könnt ihr euch auch bestimmt vorstellen in Jurassic Park Survival. Dass man irgendwo sich entlang schleichen muss durch dunkle Schatten und die Lichteffekte. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel echt geil wird. Dass wir da auch schön Dinosaurier Jurassic Park Horror bekommen werden. Das ist halt einfach alles animiert hier, ne? Glaube ich zumindest. Ich müsste ihn da echt mal anschreiben und nachfragen, ob er irgendwie Lust hat, mal über seine Videos zu reden. Dass man sich dann wirklich verschiedene Clips einfach mal anschaut. Das ist auf jeden Fall alles animiert, das sieht man. Aber trotzdem immer noch geil gemacht. It's been almost 24 hours. And my greatest challenge has been convincing my mind that I don't need to sleep. Sleep makes the fear go by quicker, it always replies. Und das ist halt der Vorteil auch an richtigen Sets, glaube ich. Du siehst halt hier immer noch diese Ränder an der Seite. Ich glaube, es ist einfach ultra schwer, dich selber rauszukien und in so eine animierte Umgebung einzusetzen. Ich habe ja sogar einen Greenscreen da hinten. Ihr kennt ja meine Videos. Und trotz allem habe sogar ich manchmal da die Schwierigkeiten, obwohl hier auch alles ausgeleuchtet ist mit Fotolampen, dass du trotz allem hier und da immer wieder mal so einen kleinen grünen Rand aufschimmern siehst. Und wenn das hier bei sowas ist, ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger. Weil du hast ja hier auch andere Lichtverhältnisse. Du musst hier darauf achten, dass du selber jetzt in dem Fall hier nicht zu hell belichtet bist. Du musst ja quasi, es muss ja organisch wirken, dass du jetzt in diesem Flugzeug drin hockst, wo es eben auch dunkel drin ist. Und hier und da flackern eben keine Lichter von der Seite rein. Das ist schon sauschwierig, glaube ich. Okay.
Okay, scheinbar. Relativ brutal schon mal, aber was sollen das denn für Dinos sein? Das sind auf jeden Fall keine Kombis hier. Das sieht aus wie Mini-Deinonychus, oder? Könnte das sein? Kleine Deinonychusse, könnte ich mir vorstellen. Er schreibt es aber auch, glaube ich, immer am Ende nochmal rein, am Ende seines Videos, was da jetzt für Saurier drin waren. Baby-Raptoren, meinst du? Aber die haben so einen flachen Biberschwanz. Siehst du das, oder? Bin ich bescheuert. Könnten auch Raptoren sein. Aber die sind hier auch sehr gefiedert, sehr gefällt. Also, das sieht ihr jetzt hier nicht. Mein Bild ist jetzt im Weg. Aber die haben schon so ein bisschen Fell auf sich. Ich weiß es nicht. Da. Das sieht mir aus wie ein Deinonychus. Das ist übrigens eben gerade, ich bin ja ein Verfechter von 3D. Ich mag 3D-Filme, ich mag den Nintendo 3DS, weil er 3DS-Funktionen hat. Das hier wäre ein Moment. Das hier, das könntest du so geil in 3D umwandeln. Wenn ich eines Tages wirklich in der Lage sein sollte, mit Blender irgendwie auch mal so einen Film zu erstellen. Ich würde echt dann versuchen, geile 3D-Effekte mit einzubauen. Ich würde das echt versuchen. Die wenigsten haben, glaube ich, noch einen 3D-Fernseher. Ich werde meinen niemals hergeben. Ich habe noch einen alten im Schlafzimmer stehen, weil ich finde das einfach geil. Ich finde das, klar, mit Brille und so, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber ich bin da total affin für sowas, für 3D-Technik. Get out of here! Hättet ihr die Leichen aus dem Flugzeug vielleicht rausgetragen? Weil ich glaube ich schon. Jetzt ohne zu überlegen, ob das eine dumme Idee ist, alleine schon wegen dem Geruch hätte ich, glaube ich, die Toten irgendwie rausgetragen. Das könnte Dinosaurier anziehen, ja. Aber wenn die im Flugzeug drin bleiben, könnte es sie ja auch anziehen. Also so oder so zieht das Dinosaurier an. Und dann lieber außerhalb von meinem Versteck als drin. Wenn man Zeit hat, ja. Ja gut, er hat eben gerade geschlafen, hat er. Servus, mal von den Dino-Spielen The Lost Wild oder was? Instinction. Instinction gehört. The Lost Wild habe ich schon mal gehört, ja. Das andere sagt mir jetzt gar nichts. Instinction. Ich habe von einem anderen Spiel nochmal irgendwas gehört. Ach genau, The Isle schreiben immer wieder Leute. Soll wohl auch ganz geil sein. The scavengers have tried their luck several times now. The smell of death luring them. Ich finde das einfach so cool, dass er inzwischen wirklich sich selber als eigene, echte Figur, als echte Person in diese Filme mit einbaut. Das wird noch richtig krass werden. Der Mann steigert sich wirklich bei jedem Video so übertriebenermaßen. Ich wäre auch froh, wenn ich einfach nur irgendwie mit Blender so ein bisschen umgehen könnte. Dann könnte ich einfach diese ganzen Was-wäre-wenn-Geschichten animieren. Das wäre doch echt geil. Ich bin schon länger auf YouTube dabei und habe dich jetzt auf Twitch gefunden. Dann auf jeden Fall herzlich willkommen, lieber Creator. Schön, dass du am Start bist. However, it's not them I'm concerned about. Er muss ja einfach, müsste ich mal überlegen, wenn er einfach jetzt noch anfängt, wirklich Leute für seine Filme zu bekommen. Dass quasi sämtliche Menschen echte Statisten sind. Das wäre so das Next Level, glaube ich. Bei der ganzen Sache. Boah, das wäre schon krass. Das kommt noch. Hört auf meine Worte, das kommt noch. Und da hinten haben wir den T-Rex. Was meint ihr? Ist das Buck oder ist das Doe? It's been patrolling the area non-stop.
sometimes investigating the plane. Oder ein ganz anderer T-Rex. All I need right now is to discover that I crash-landed in its territory. Ein Bug lädt sich jetzt hier gerade. Könnte gut sein. Okay, sind wir jetzt wieder einen Tag später. Das heißt, er ist jetzt wirklich 48 Stunden auf der Insel. Und versteckt sich vorm T-Rex. Das finde ich lustig. Das ist schon guter Humor, ey. Safest Airline in the World. Geil. In einem Flugzeugwrack. Das ist schon echt lustig. Das gefällt mir. It can either heat your home or burn your house down. I couldn't let fear burn me. Und ich muss es halt wieder sagen, ich finde Jurassic Park ist einfach am besten, wenn es auf einer Insel spielt. Das ist einfach immer am besten. Now that the shock had faded from my mind, I had to start thinking about surviving. Okay, aber stimmt, er ist im Flugzeug, das heißt, er müsste sogar noch Wasser und auch Nahrung haben, wenn es nicht ganz scheiße gelaufen ist. Nüsse? Nüsse gibt's immer im Flugzeug. Oh, was war das denn? All luggage for anything useful. I had to gather supplies. And I had to remove the bodies from the plane. Ah, okay, jetzt kommt er auf die Idee. Jetzt will er die Körper aus dem Flugzeug raus. Was haben wir denn hier für ein Dino? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Was ist das hier für einer? Hast du mitbekommen, Disney hat die Rechte an Mickey Mouse verloren. Und von Ingen gibt's einen Trailer für ein Mickey Mouse Horrorspiel. Von IGN. Okay, krass. Ja, ich weiß nur, dass irgendwie auch an Winnie Pooh die Rechte mal weggegangen sind und da haben sie diesen komischen Winnie Pooh Horrorfilm gemacht. Der wohl auch nicht so geil war. Mickey Mouse Horrorspiel. Ob man es jetzt braucht, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Und mein erstmal. Oh Gott, wie heißt das Tier? Otnielia. Das kann ich nicht aussprechen. Ich kann aber auch gerade ganz schwer sehen, ey. Das müsst ihr euch überlegen. Der Laptop ist einfach gerade mal so eine Armweite weg von mir. Und ich kann es gerade nicht sehen. Der komische Tee wirkt, glaube ich. Die Insel gehört einfach dazu. Das ist der Grund, warum ich persönlich zum Beispiel Jurassic Park 2 wegen dem Ende nicht mag. Ja, aber dann blende es doch irgendwie weg. Das Ende von Jurassic Park 2 finde ich trotzdem, ich persönlich, ganz geil. Mit dem T-Rex in der Stadt, weil du einfach mal siehst, was für ein Chaos dieses Tier anrichten kann. Ist natürlich das, wo er die Polizeiautos anbrüllt und die fahren dann rückwärts weg, ist natürlich eine Goofy-Aktion. Das ist halt Humor, der da vielleicht nicht unbedingt reingehört, aber ich finde das nicht schlecht. Also, außerdem spielt Jurassic Park 2 ja trotzdem zu 2/3 auf der Insel. Und Jurassic Park 3 hat, man kann davon halten, was man will, aber das beste Inselfeeling von allen Filmen. Da ist die Insel wirklich, der Dschungel ist da wirklich dicht und alles. Goofy wird Serienkiller, ja. The good thing about being stranded in a Rex's territory is I don't have to be concerned about other animals coming too close. Das ist richtig, das stimmt. Das ist jetzt schlau gedacht, da hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber vollkommen richtig, wenn er im Territorium vom T-Rex gestrandet ist, hat er gute Chancen darauf, dass nichts Größeres auftaucht. Es sei denn, das ist der Spino. However, as I will soon discover, there is one animal that isn't afraid of the Rex. Ja,
Kanten sind zu perfekt. Du meinst jetzt hier bei der Animation, ey, ja, auf jeden Fall ist da noch Spielraum nach oben. Aber das ist schon geil gemacht. Also ich finde das schon echt geil. Ich freue mich auch jedes Mal drauf, wenn so ein Kurzvideo von Ali online kommt. Ich bin bei der Premiere nahezu immer mit dabei und ich finde die wirklich super geil. Die Turnszene im zweiten Teil mit den Raptoren ist peinlich, ja. Ja, die ist auch doof, das stimmt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und da ist er auch schon. Auch immer so dieses lautlose Auftauchen der Dinos, das macht er richtig gut. This one, unlike the Rex, as I've quickly learned, can still see you, even if you don't move. Richtig, ja. Und er hat auch das gute alte Design genommen aus Jurassic Park 3 und nicht dieses verniedlichte aus Cretaceous. Da kommt jetzt der Spino, genau. Und was Ali hier halt auch macht, es mag an den mangelnden Möglichkeiten liegen, aber die Szenen, die werden wirklich schön langsam erzählt. So, da geht's nicht irgendwie Schnitt, 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 Jurassic World Dominion Style. Szene auf Szene auf Szene. Hier werden die Szenen noch in Geschichten gepackt. Wir hatten, das ist ja quasi immer noch derselbe Film, wie der, den wir eben gerade davor geschaut haben. Das war jetzt eben nur Part 1, jetzt haben wir eben hier Part 2. Aber auf jeden Fall haben wir zuerst die Kurzgeschichte gehabt, in der Kurzgeschichte, dass Alis Figur auf der Isla Sorna gelandet ist und dann eben der T-Rex langsam auftaucht. Dafür wird sich Zeit gelassen, das Ganze zu erzählen. Jetzt auch hier mit dem Spinosaurus wird sich jetzt Zeit gelassen, das Tier einzuführen. Finde ich geil. Obwohl der Spino ihn eigentlich riechen müsste. Oh, das ist gerade viel zu leise. Da kommt jetzt eben. Aber du spürst auch hier die Gefahr nochmal so richtig. Und auch der Aufbau jetzt hier. Ich muss hier gerade nochmal ganz kurz einhaken. Auch der Aufbau jetzt hier. Warum der Spinosaurus jetzt wieder abhaut? Da gab es einen Aufbau dazu. In Jurassic World Dominion wäre das einfach so gewesen, dass der Spino auftaucht und dann aus dem Nichts heraus auch der Rex auf einmal da ist. Und hier wurde das aber aufgebaut. Wir wissen, dass das Flugzeug im Nest vom Rex abgestürzt ist oder in seinem Revier. Deswegen haben wir den Rex auch eben gerade schon davor gesehen. Der Rex ist also da. Das heißt, dass jetzt der Spinosaurus quasi vom Rex angegriffen wird, ist für uns nachvollziehbar und kommt nicht so aus dem Nichts heraus. Das ist wirklich gut. Wow. Oh, das ist
2. I know one thing. I can't stay here for much longer. Dann haben wir jetzt hier doch Buck und Doe. Sorna. Das war jetzt Part 2. Part 3 kommt jetzt erst diese Woche raus, leider. Nee, nächste Woche, glaube ich. Er hat es auf jeden Fall schon gepostet. Ich kann gerade mal kurz nachgucken.